Frage, Teigwaren, ob Teigwaren, obwohl Teigwaren Teigwaren heißen, weil sie Teigwaren, habe ich immer noch nicht herausbekommen, wieso. Laut meinem Vater heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie aus Teig bestehen. Nicht, weil sie Teig waren, sondern Teig aus Teig sind. Naja, zurück zu den teiglosen Zwerge. So, hässlich Zwerge. Wie werde ich meine Pickel los? In 10 Tagen? Ach, das ist ja mal ein origineller Titel für einen Artikel. Sehr originell. Ich wüsste gern, wo du, alte Schachtel, Pickel hast. Eine Menge an langweiligen Zeitschriften. Was haben wir denn da? Die neue Ferropolitan, die Yesterday, Gemälde der Frau, die neue Glitzer, Outstyle und Out, das Magazin. Hm. Entschuldigung. Keine Zeit! Entschuldigung nochmal, aber... Ich sagte... Entschuldigung noch... Ich sag... Lies mal bitte schön... Halt! Wo... Ich wollte nur kurz den Lift... Das geht nicht! Ich bestimme, wer den Lift benutzen darf und du... Momentchen mal! Du bist doch Lilly, die Gewinnerin von Showstar! Ach, natürlich, ich habe gerade einen Artikel über dich gelesen! Ja, stimmt. Ich habe da gewonnen. Wahnsinn! Auch wenn ich Freundinnen hätte, dann würde ich sie sofort anrufen. Eine Berühmtheit wie du darf natürlich gehen, wohin sie will. Nimm nur den Lift nach oben. Dein Großvater muss aber so lange hier unten warten. Großvater? Hä? Aber ich bin doch... Schon in Ordnung, Opa. Warte du hier unten. Ich bin gleich zurück. Paar von wegen, Großvater. Ich stehe in der Blüte meines Lebens. Wenn ich erst mal wieder an der Macht bin. Also das mit Großvater werde ich jetzt schon ernst nehmen, Leute. Also der Baumstückler 3000 irreparabel? Es macht auf mich den Eindruck... Wir sollten auf alle Fälle einen Techniker hinschicken. Das wird das Beste sein. Wir schicken ein Sondierungsteam, um den Schaden zu evaluieren. Währenddessen stehen uns aber größere Probleme ins Haus. Der Rückgang des Holzgeschäfts hat den Unit Value bei Moradins Spalten... Schon gut. Das ist ja schrecklich. Können wir das Ganze mit... Komisches Ding. Wenn ich wüsste, was das ist, würde ich sagen, dass es wie eine Strahlenwaffe aussieht. Das ist der neue Bulldozo 2000. Was macht man damit? Naja, eigentlich macht man damit nur Lärm. Viel Lärm. Faszinierend, Spock. Das wird schwierig werden. Ich schätze, dass wir uns 3,2% durch Abschreibungen wiederholen können. Aber der Rest wird in der Bilanz als Verlust dargestellt. Stör uns nicht! Wir haben gerade... Wie bist du überhaupt? Völlig egal. Ich schlage vor, dass wir das Geschäft... Hallo, ich bin hier wegen der Stellenanzeige. Die Stellenanzeige? Wunderbar, du bist unsere erste Bewerberin. Wohl wahr. Bisher hat sich noch niemand für die Stelle beworben. Also dann bei Aules juckender Nase, da es ohnehin keine anderen Bewerber gibt. Bist du eingestellt? Wow. Großartig. Sagt mal, um was für eine Arbeit geht es eigentlich? Was für eine Frage. Du fängst als Trainee bei uns an. Wir expandieren gerade in den Immobilienbereich und sind dort als Makler tätig. Da wir hier aber leider wichtige Dinge zu besprechen haben, wirst du das alleine übernehmen. Wenn du soweit bist, dann sprich mich einfach auf die verschiedenen Objekte an, die zur Auswahl stehen. Wir könnten beispielsweise fortan Rapsöl verwenden. Ah, unser Trainee. Was gibt es? Was für Objekte habt ihr denn, die ich verkaufen soll? Am besten, ich zähle sie dir kurz auf. Das erste Objekt ist ein Traum von einem Schloss, das in den fernen Schüttelbergen liegt, die nahezu täglich von schweren Erdbeben heimgesucht werden. Das zweite Objekt ist eine Trauminsel in den haifischverseuchten Meeren vor der Küste von Ferianis.
Das dritte Objekt ist ein alter, düsterer Zwergenstollen, der auf Newby Island liegt und dessen Vorräte erschöpft sind. Das vierte Objekt ist ein lauschiges, kleines Häuschen an einem Abgrund, den man den Schlund des Todes nennt. Ich nehme den Stollen. Ich nehme den alten Stollen auf Newby Island. Exzellent. Der alte. Dafür ist das Ganze schön dunkel und geräumt. Dann versucht das Objekt jemandem aufzuschwatzen. Ich werde mein Bestes. Ein guter Plan. Dadurch verknappen wir das Angebot an Lebensmitteln, was... Eine riesige Anzeigetafel. Ich glaube, dort wird der aktuelle Firmenwert notiert. Es ist wohl nicht so gut, wenn der Wert in den roten Bereich fallen würde. Das ist überhaupt nicht. Genau. Ein Bierspender. Naja, es sind Zwerge. Was habe ich erwartet? Bei Moradins Bierwampe, was hast du erwartet? Goldgier und Bier. Was sonst? Solange der Net Asset Value den Net Margin nicht übersteigt und wir kein Netting auslösen, können wir das als Leverage benutzen. Das heißt, dass wir als Langzeitziel die Rodung des Elfenwaldes weiter ins Auge fassen? Natürlich, das ist das Main Talk. Die Payout-Ratio hat sich nur rentiert, wenn wir eine Rodung von 47,2... Also Leute, aber so einen Bierspender könnte ich ehrlich gesagt auch brauchen. Nur so als Message. Also was wäre schon praktisch. Nehmen Schild, Spaten. Ah, der ist gleich da, sehr schön. So, zurück zum Troll. Nicht zum Troll, zum Oger. Und ja, ob Teigwaren heißen, weil sie Teigwaren. Schauen wir uns doch noch ein bisschen die Gefühltöse an. Wir könnten auch Grabscheinung machen. Auf tiefer Friedhof hat schon das Gewiffe etwas. Aber auf Dungeon? Ich weiß nicht. Das wird nur einen Moment dauern. Ist das nicht Grabschändung oder sowas? Na und? Du tust ja gerade so, als ob das ein Verbrechen wäre. Also eigentlich glaube ich auch, dass... Schon gut, mach einfach. Das Ambiente stimmt schon. Nur alte Knochen und ein paar noch nicht ganz verweste Teile. Was hast du erwartet? Gold, Glitzer, Edelsteine? Wen haben wir da eigentlich ausgegraben? Wir haben außerdem nicht allzu viel. Auf dem Grabstein steht etwas. Mein Weib deckt dieser Grabstein zu. Für ihre und für meine Ruhe. Hoho, Frauen hassen der Grabstein. Auf dem Grabstein steht etwas. Hier könnte dein Name stehen. Hier könnte ihre Werbung stehen. Auf dem Grabstein steht etwas. Hier ruht Barney, Meister des Versteckspiels. Hätten wir doch nur früher in der Eistruhe nachgeschaut. Das ist ja genau, was ich gefucht habe. Ich nehme es. Wunderbar, wunderbar. Hier habt ihr es wieder. Exzellent. Dann nehme ich an, dass du jetzt dein Hinterteil in Richtung der Abstimmung bewegst. Nicht so voreilig. Ich gehe erst, wenn ich den Vertrag von den Zwergen abgestempelt zurück habe. Ich hab mir doch gleich gedacht, dass das zu einfach war. Na gut, so ein großes Problem ist es ja auch nicht. Da laufen wir eben nochmal zu den Zwergen. Meint ihr, ich hab Bock, die ganze Zeit hin und wieder her zu laufen? Ein Mausoleum? Ich habe gehört, dass in so einem das Elixier des Lebens versteckt ist, welches einem Unsterblichkeit verleiht. Tatsächlich? Bei der letzten von mir beschlossenen Grabplünderung wurde so ein Trank gefunden. Allerdings habe ich ihn meinem Hauskrokodil verabreicht. Dann wird es sich wahrscheinlich eines sehr langen Lebens erfreuen. Das Einzige, was er bekommen hat, sind Blähungen. Und die haben weder Schnapper noch mich erfreut. Das ist Verschwendung vom Da wäre ja dann schon eine Einnahmequelle. Da fehle uns dann eine Einnahmequelle und mir fehlt da jetzt der Sinn eigentlich. Warum gibt man seinen
geträumt, dass man in einem Mausoleum findet, einen Hauskrokodil. Ewiges Leben für ein Tier, ich würde das Zeug selber saufen. Gut, was mache ich dann mit 2000, was mache ich dann, wenn ich 2000 Jahre alt wäre? Könnte rauchen gehen? Könnte eine rauchen gehen und das... Oh, ihr könnt ewig rauchen, Leute. Ich könnte so eine Meterzigarette rauchen. Das wäre doch was. So. Hexe, sei ehrlich. Ein blumenartiges Etwas. Könnte aber auch ein Kaktus sein. Pah, Zierpflanzen. Wer braucht denn bitte sowas? Also, ich finde sowas schon ganz schön. Du bist ja auch ein kleines, unwissendes Mädchen. Besser ein... Neueste Paparazzi-Fotos auf Seite 210. Wieso denn bloß? So. Ich habe hier ein Objekt. Du solltest erst einmal die beiden Chefs oben darüber informieren, ehe du zu mir kommst. Ja, das habe ich jetzt auch vor, aber ich dachte, es geht einfach so. Aber nein, man muss ja... Politiker stürzt ins Sommerloch? Mehr dazu auf Seite... Dankeschön. Wir könnten die Zwergen Incorporated AG am neuen Markt platzieren und gleichzeitig ein Offer am alten Markt starten. Um ihm gehört das ja. Ich glaube nicht, dass er noch Interesse... Kein Schachzug. Aha. Hallo, ich habe es geschafft, das an... Was? Das ist ja fantastisch! Das... Bei Moradins Überredung. Wunderbar. Der Vertrag muss... Ja, natürlich. Gib ihn unten bei der... Kommen wir aber nun zu einem... Ja? Ich befördere... Toll! Und was darf ich da machen? Du hast weitreichende Befugnisse. Beispielsweise darfst du nun den Sprechapparat benutzen. Aha. Nun ja. Oh ja. Kaffee? Ach ja, und du musst neue Immobilien für... Wir wollen, dass du dir Urlaubsziele anschaust. Zu diesem Zweck bekommst du von uns eine Dauerreisekarte für Dr. C's Reisebüro. Alle Spesen auf der Reise werden natürlich von der Firma übernommen. Oho, vielen Dank. Da fällt mir ein, eigentlich haben wir jetzt keinen Trainee mehr und damit keinen Makler. Stimmt, das ist problematisch. Ah, ich hab's. Assistentin, du suchst uns bitte auch einen neuen Trainee. Hier ist die Jobbeschreibung. Aber... Und vergiss bitte nicht unseren Kaffee. Sehr schön. Das wird die Verluste durch diese Rodungsgeschichte mindern. Und wir können uns anderen Tätigkeiten mit frischem Kapital widmen. Ich schlage vor, dass wir die Müllentsorgung aufkaufen, dann aber alle Leute entlassen. Wenn der Müll liegen bleibt... Wir werden jetzt hier unten mit Civil arbeiten. So, Hexe, auf mit dir, weil ich habe heute noch was vor. Kaffee. Den lasse ich besser an. Damit dürfte das Geschäft abgeschlossen sein. Wunderbar, die alte Kaffeetante ist weg. Aber ich lasse besser die Finger von dem Sprechapparat, weil sie mich oben wahrscheinlich hören kann. Oh, wir hätten noch was machen können, aber... Eine ähnliche Praxis habe ich schon mal woanders erlebt. Aber das birgt schlechte Publicity. Aber da wir jetzt fertig weiter sind, müssten wir noch einmal zu den Zwergen. Einmal. Und zwar um in Wolle Insolvenz anzubinden. Schauspielerin rettet kleine Robbenbabys. Nee, ist nicht süß. Als erstes holen wir uns einen Trainee. Und wir hätten viel Material für eine weitere Folge eigentlich. Wo wir zwei Buchstaben hier... Botschaften hier bekommen. Hey, du! Ich habe hier ein einmaliges Angebot für dich. Hä? Du sehnst dich bestimmt nach einem neuen Job, oder?
Was hältst du davon, Makler zu werden? Keine Ahnung. Aber das ist doch ein Spitzenjob. Interessiert dich das kein bisschen? Weiß nicht. Ist ein toller Job. Du musst nur anderen Leuten Land verkaufen. Wenn du erfolgreich bist, dann wirst du belohnt. Echt? Ja, genau. Du bekommst deine eigene Brücke. Eine eigene Brücke? Das wäre schon toll. Ja, eine richtig große Brücke. Nicht so wie dieses windige Ding hier. Cool. Du musst nur das hier unterschreiben. Dann kann es auch schon losgehen. Super. Was soll ich denn verkaufen? Sevils Schloss. Sevils Schloss? Sevils Schloss? Genau. Sevils du machst Schloss? Dich am besten sofort auf den Weg und suchst einen Käufer. Okay, das mache ich. Das war das mit dem Sicherheitstroll, Leute. Und was mit Sevils Schloss? Das war wunderbare Arbeit, Sevil. Obwohl ich ja eigentlich gegen Lügen bin. Ach was, das war mir eine Notlüge. Genau. So, jetzt werden wir erstmal überlegen, was für Vorteile es für uns hat, dass dieser Schwachkopf aus dem Weg geräumt ist. Ja, hallo? Sorry, Leute, da muss ich kurz rangehen. Ja? Nein, ich möchte Sevils Schloss nicht kaufen. Tut mir leid. Danke, servus. Komische Leute gibt es, Freunde, weil es wollen Leute Sevils Schloss verkaufen an der Tür. Und das finde ich wiederum komisch. So. Wir hätten zwar kaum noch Zeit, aber ich mache das jetzt noch schnell. Das ist das Dauerreiseticket. Was mache ich hier im Blödsinn? Vielleicht bekomme ich auch einen Existenzgründerzuschuss für mein Dungeon-Gewerbe. Sag mal, Seals really strong. Oh, ihr feit. Du musst. Irft. Wir ziehen dann. Danke. Sag mal, süße Sperry Stravas. Süße Sally Stravas. Der Stempel! Wunderbar! Damit ist das Geschäft unter Dach und Fach. Schon gut, schon gut. Würdest du jetzt endlich zur Abstimmung... Aber natürlich! Für zwei Freunde wie euch mache ich das... Bafilius? Ich meine... Bafilius! Basilius? Du kannst nicht für Basilius stimmen. Warum denn nicht? Weil... Oh. Weil er ein unerträglich guter Mensch ist und sicher ein paar heftige Steuern gegen Monster erhebt. Oh, das wäre aber fatal, wo ich doch gerade erst meinen Dungeon gründen will. Nein, das geht gar nicht. Vielen Dank, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Natürlich werde ich dann nicht für Bafilius stimmen. Puh, ich muss dann los. Wenn ihr mal als Monster in einem Dungeon anheuern wollt, dann meldet euch bei mir. Machen wir, bestimmt. Tschüss. So, Boah, Sevil, da hast du aber echt schnell reagiert. Ich hatte viel mit Politikern zu tun. Da muss man sich schnell gute Lügen einfallen lassen. Apropos Politiker, Bundestagswahl 2013. Macht, ihr hoffentlich habt ihr gewählt oder nicht. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich war ein Trottel und hab gewählt. Wen, sage ich nicht. Weil so Blödsinn bin selbst ich nicht. Und ja, Politik, ja, nein, ne. Zurzeit ist ja die... Ach du Scheiße, wie heißt das jetzt? Die Konversation. Die Parteien versuchen zum gleichen Wort zu kommen. Wie nennt man das jetzt? Schwachsinn? Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Und wie gesagt, wir werden uns... Ui, da haben wir die Stellenbeschreibung nicht abgegeben. Die hätten wir auf den Troll gehen müssen. Aber wir haben der Troll ist ja weg. Keine Ahnung, wieso. Die Schleuder ist nun mit den Termiten geladen. Warum sollte ich auf den Ast... Das ist ein weiteres Rätsel. Die Maschine ist auf jeden Fall kaputt. Hallo, ihr.
Entschuldigung, ich bin die Vertreter. Ich bin sozusagen die... So, Oberelfe. Du musst... Das würde ich gern, aber ich habe mich ja leider hier an den Baum... Wo ist denn der Schlüssel für die Ketten? Ich habe den Schlüssel vorhin in das dichte Gebüsch da drüben geworfen, damit man ihn mir nicht abnehmen kann. Hervorragend. Das Ganze gleicht einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich schlage vor, wir lassen sie hier einfach verrotten. Civil, wie kannst du sowas nur vorschlagen? Sie hat sich hier nur angekettet, um etwas Gutes für uns alle zu tun. Außerdem brauchen wir sie für die Abstimmung. Schon vergessen? Verdammte Demokratie, verdammte. Wo ist denn... Ich habe den Schlüssel vorhin... Wir haben noch... Es hätte mir... Irgendwo dort drinnen soll der Schlüssel für die... Ja, ohne Hilfsmittel macht es leider... So, Leute, wir brauchen da einen Art Detektor oder sowas. Ich versuche das jetzt nochmal runterzuballern. Und dann beenden wir die Folge für heute schon wieder. Ist doch heute schon schnell vergangen. Für das, dass mich morgen wieder in die Berufsschule geht und am Abend auf die Schulung, mache ich den Abend. Warum sollte ich auf... Abend nach davor noch ein bisschen... Abend davor noch ein bisschen Let's Plays und dann... Ist doch schön. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Und... sind die Spielstände der Let's Plays, also wenn ich weiß, wo ich hin bin, der Abschnitt, in welche ich speichere, und ich sage Wiederschauen, reingehauen, Servus.